Im heutigen kurzen Video geht es darum, eine Couch und einen Couchtisch mit einem Sessel ganz schnell im Raum zu platzieren. Entschuldigung, als erstes fangen wir wieder mit der Grundform der Couch an. Also im Grunde genommen ist das hier ein einfaches Rechteck. Natürlich in Perspektive, also wie wir das sonst auch machen. Also jetzt hier alles links auf einen Fluchtpunkt zu, der weiter oben links ist. Und rechts alles auf den zweiten Fluchtpunkt. So, das Ganze leicht noch nach unten verkrümmt, also um den dritten Punkt, den wir uns ganz weit unten vorstellen, damit wir noch ein bisschen mehr Raumtiefe erzeugen. Und fangen jetzt mit der Ausarbeitung. Also wie gesagt, immer das ganze Modell, die unsichtbare Verpackung, wie wir das in unseren Kursen definieren, und dann erst in die Details. Also jetzt hier die Armlehnen, die nach hinten natürlich ein bisschen schmaler werden sollten. Hier die Sitzfläche. Die Mitte einmal erarbeiten mit den zwei Diagonalen, damit wir jetzt genau die Unterteilung der Zweiersofa vornehmen können. Ihr seht, das ist eine Kleinigkeit, aber wenn ihr das nicht macht, wenn ihr genau die Mitte ermittelt, dann ist es nicht perspektivisch richtig. Also diesen kleinen Schritt mit diesen beiden Diagonalen bitte immer in der Zeichnung einarbeiten, damit es auch gut funktioniert. So, jetzt können wir ein bisschen so die Form nochmal, dass man so merkt, es ist leicht gewölbt, dadurch auch die Hilfslinie. Und jetzt projizieren wir uns nochmal vom Fluchtpunkt zwei weitere oder drei weitere Linien, die sich links und rechts auf den Fluchtpunkt beziehen, um unseren Sessel dort zu platzieren, der eigentlich gegenüber der Couch liegt, in der Mitte. Deshalb haben wir das auch mittig von der Couch platziert. Auch wieder ganz große Form, großes Rechteck, wenn man so will. Und jetzt fangen wir an, die Form auszuarbeiten, zu definieren. So, einmal die Sitzhöhe. Da ist natürlich auch, schaut, dass sie ungefähr in etwa so wie die Couch ist. Sonst wird das hier natürlich zu tief oder zu hoch. So, und jetzt können wir ganz schnell nur die Form machen. Angenommen, der ist jetzt einfach mal so einen großen, runden Fuß. So ein drehbarer Sessel. Und jetzt vielleicht noch einmal den Couchtisch nach dem gleichen Prinzip. Einmal die Form erarbeiten, die Höhe definieren. Also so könnt ihr euch ganz schnell eine Raumkomposition erarbeiten. Ihr seht einfach, wie wichtig es ist, aber dabei mit den Fluchtpunkten zu arbeiten. Ihr könnt natürlich bei, schaut bitte, wo es ein bisschen komplexer ist, im Teil 1 und Teil 2. Am Ende des Videos könnt ihr von dort aus zu den beiden Flächen gelangen. Zu den beiden Videos gelangen, über die Flächenklicks sozusagen. Und ansonsten freuen wir uns über eure Abos. Dann bekommt ihr jedes Mal eine Nachricht, wenn wir etwas, was euch interessiert, hochgeladen haben. So, hier ganz kurz nochmal den Raum, damit das alles nicht schwebt. Einfach ganz leicht und locker den Teppich angedeutet. Und im nächsten Video würden wir uns dann der Koloration widmen. Im Teil 4 sozusagen des Videos. Okay, wie gesagt, schaut nochmal bei den beiden ersten rein. Und ansonsten viel Spaß beim Nachzeichnen oder selbst komponieren. Und bis bald, euer Akademie Ruhe-Team.